Seperti ini situasi setelah terjadi penyerangan di Masjid Islamic Center, pusat kota Zurich, Swiss, Senin malam. Sebelumnya, sekitar pukul 5 sore waktu setempat, seorang laki-laki masuk menembakkan senjata api saat jemaah ibadah salat. Tiga orang terluka akibat peristiwa ini. Die drei Männer, die ja Schussverletzungen aufweisen, mussten hospitalisiert werden. Die konnten noch nicht befragt werden. Es werden jetzt auch Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen gemacht haben um die Eisgasse herum. Und es ist umfassende Spurensicherung selbstverständlich durchgeführt worden. Dari keterangan saksi mata, pelaku diperkirakan berusia 30 tahun. Saat kejadian mengenakan pakaian gelap dan penutup kepala. Polisi masih memburu pelaku dan mencari motif penyerangan. Jemaah masjid ini sebagian besar imigran dari Afrika seperti Somalia. Seit 2012 hier sind wir nie einmal Polizei kommen, nie einmal Problem gehabt, nie einmal diskutieren gehabt. Wir sind immer ruhig, wir sind immer glücklich war. Sementara polisi juga menemukan mayat dekat tempat kejadian, namun belum dipastikan apakah terkait penyerangan masjid.